Yo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu Stray, dem Cyberpunk-Katzenspiel, auf das wir alle gewartet haben. Ja, wir fangen erstmal an zu spielen. Draußen regnet es ja auch, ist ja auch ein mieses, fieses Wetter mit dem Gewitter. Das kannst du dir auch so nicht geben. So, dann schauen wir mal, was wir mit unseren anderen Freunden machen können. Was macht er? Okay, er legt sich scheinbar hin und geht eine Runde schlafen. Ja, kleines Spaßkämpfchen. Bisschen spielen. Muss auch mal sein. So, und unser letzter Freund. Was macht man denn bei... Oh, hier wird gekuschelt und sich geputzt gegenseitig. Wunderbar. Ja. Dann, ja. Würde ich sagen, legen wir uns vielleicht mal dazu, wenn das geht. Ja, da können wir uns dazulegen. Und dann schauen wir mal, dass wir diese gewittrige Nacht hinter uns bringen. Und damit nochmal herzlich willkommen hier bei Stray. Es ist der nächste Tag. Es ist ein schöner Tag. Drücke B, um zu mir auf. Okay. Können wir uns mit unseren Freunden scheinbar verständigen. Mit A können wir klettern, sobald wir an einem Vorsprung sind. Dann machen wir das doch mal. Oh. Da geht's auch noch hoch. Und hopp, auch da. So. Oh, was haben wir hier? Ah. Da können wir unseren Durst stillen, wenn wir das möchten. Sehr schön. Ja, dann schauen wir doch mal, wo wir hier überall hin können. Boah, bloß nicht runterfallen, kleine Katze. So, was gibt es denn hier zu entdecken? Ein paar Tauben. Wunderbar. Hier kommen wir wahrscheinlich auch hoch. Kommen wir da hoch? Wow. Ja, wir können hier scheinbar wirklich viel erkunden. Das ist schon mal schön. So, wir folgen mal unseren Freunden hier. Ab runter da. So. Sei ja bloß nicht runterfallen. Das wäre jetzt noch der Super-GAU. Oh. Wow, wir können sogar hier balancieren. Das ist ja cool. Was haben wir... Oh, was ist denn da? Können wir hier was machen? Nein. Schade. Ah, okay. So können wir multiple Sprünge machen. Man nicht jedes Mal A anzutippen. Das ist auch sehr schön. Und runter hier. Mal gucken, wo wir mit unseren Katzenfreunden hinkommen. Wo die uns wohl hinführen. Ja, hier können wir auch runterspringen. Ab ins kühle Nass. Ja, die Atmosphäre ist schon echt cool. Gefällt mir sehr gut. Hm. Oh. Da müssen wir uns wahrscheinlich durchquetschen. Das macht der Gute von alleine. Sehr schön.
Schlaues Kätzchen. Okay, mit LTE können wir uns umschauen. Wir können darüber. Oder aber auch hier über die Stahlstriemen. Ey, schmeiß mich ja nicht runter. Was ist los mit dir? So, und schnell runter da. Viel zu hoch. Das hat wehgetan. Wir können noch unsere Freunde miauen hören. Aber wir werden es wahrscheinlich nicht mehr... Oh, da hoch schaffen. Oh, und wir haben uns verletzt. Oh nein. Das ist nicht gut. Richtig laufen können wir auch nicht mehr. Und da brechen wir vor lauter Erschöpfung zusammen. Was war das? Eine geheimnisvolle Gestalt oder auch nur ein Katzenfreund? Wir sind wieder aufgewacht, haben uns wahrscheinlich von dem Sturz etwas erholt. Okay, laufen können wir immer noch nicht. So. Uns geht's schon langsam wieder besser, das ist toll. Die Tür ist offen. Zumindest ein Spalt weit so, dass wir hier durchpassen.